Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch auf Hesfluch und im Diebesnest und drückt mir die Daumen, dass das, was ich hinter mir sehe, die nächste Quest von der Hauptquest ist. Lauf mal hier durch. Aber das sieht gut aus. Das ist unsere besoffene Khajiit. Halt gilt in Meisterlichkeit. Ich hatte da so ein Gefühl, dass ihr vorbeischaut. Wusstet ihr, dass Silberkralle nach euch sucht? Es ist etwas Dringendes, hat er gesagt. Was ist los? Dieser schleimige, fette Kater hat versucht, mich mit gutem Wein zu bestechen, damit ich euch im Auge behalte. Natürlich habe ich mich auch von ihm bestechen lassen. Warum glaubt ihr, dass wir uns sonst unterhalten? Er meinte, ihr solltet ihn baldmöglichst im Nest treffen. Ich werde Silberkralle im Nest finden. Was ein bisschen komisch rüberkommt, weil wir sind ja im Nest. Dann kommt es ein bisschen komisch rüber, wenn sie sagt, ihr sollt ihn im Nest treffen. Silberkralle, lass das auf und ab. Ihr zieht noch eine Furche in den Boden. Hilft mir beim Nachdenken. So, wo ist die Gildenmeisterin? Oder die amtierende Gildenmeisterin? Oder wie nennt man sowas? Seht Sag mal, einfach, wer Chefin. Da ist. Euer langes Warten ist vorüber. Hallo, bleibst du mal stehen? Ich habe gute Neuigkeiten, meine Freundin. Oberinspektor Ranbik und das Eisenrad werden Jus Fluch bald verlassen. Und jetzt die schlechte Nachricht. Saira wird nach Tanit geschickt, wo man ihr für den Überfall auf das Altanobia-Grabmal den Prozess machen wird. Wo hält das Eisenrad Saira fest? Irgendwo in der Zitadelle von Noshira. Die Vorbereitungen des Eisenrads auf die Abreise sorgen für eine Menge Durcheinander. Es gibt keine bessere Gelegenheit, um sich unter ihre Reihen zu mischen. Aber ich bin nicht Teil eurer Gilde. Ihr wisst natürlich am besten, was zu tun ist. Ich werde diese Informationen gut zu nutzen wissen. So, wir organisiert... wissen, wo Saira ist? Werden wir sie retten? Was meint ihr mit wir? Ich bin im Ruhestand. Saira würde das Gleiche für jeden von uns tun. Selbst für euch, Velsa. Was wir tun können, ist unsere amtierende Gildenmeisterin anhören. Wie lautet nun der Plan? Ich weiß, es wird nicht leicht werden, Saira zurückzuholen. Doch ich bin dazu bereit. Ein Wort genügt. Was wisst ihr über die Zitadelle von Noshira? Viele bröckelnde Mauern. Ich kann den besten Zugang auskundschaften und herausfinden, ob das Eisenrad irgendetwas unverteidigt gelassen hat. Sie werden mich gar nicht bemerken. Niemand schaut nach oben. Dann erkundet die Zitadelle von Noshira. Sucht nach dem besten Weg hinein. Lasst mich mal eure Karte sehen. Dieser Ort liegt kurz vor der Zitadelle von Noshira. Ich treffe euch dort, sobald ich einen Weg hineingefunden habe. Sehen wir uns dort, Partnerin? Wir sehen uns dort. Ich kenne diesen Blick. Das ist euer, gleich sagt ihr Velsa, dass sie etwas tun soll, Blick. Warum will keiner von euch glauben, dass ich im Ruhestand bin? Ich könnte es mal ganz langsam sagen. Im Ruhestand. Ist es diesmal hängen geblieben? Wir müssen Saira aus der Zitadelle von Noshira zurückholen. Ich bin nur in das Aldanobia-Grabmal gereist, weil mich eine Vorgeschichte mit den Leuten verbindet, die dort gestorben sind. Aber im Hauptquartier des Eisenrads herumzustöbern? Purer Wahnsinn. Ich bräuchte schon einen phänomenal guten Grund, um mein Leben für das von Saira aufs Spiel zu setzen. Ich habe euch geholfen, Narani nach Hause zu bringen. Helft mir, das Gleiche für Saira zu tun. Das ist wahr. Und ich bin dankbar dafür. Aber Saira zu retten ist eine große Sache. Ich tue es unter einer Bedingung. Versprecht mir, Narani zu helfen, sollte sie jemals Hilfe brauchen. Ich will, dass ihre letzten Jahre frei von jenem Schmerz sind, den sie in der Vergangenheit schon so sehr gelitten hat. Ich verspreche es. Nun, wegen der Zitadelle von Noshira. Ich werde ein paar Stinkäpfel gegen das Haupttor schmeißen, um das Eisenrad dorthin zu locken. Diese Ablenkung dürfte es leichter für euch machen, an einem anderen Ort hineinzugelangen. Was? Ihr seid übergangsweise Saira? Meint ihr, dass ich mir von ihr jemals was habe sagen lassen? Das ist gut zu wissen. Nein, nicht die Wunschliste. Oh. Wenn wir in die Zitadelle von Noshira gehen, kann ich helfen. Das Eisenrad erkennt jeden, der sich bei ihm einschleichen will.
Es liegt nicht nur an der Uniform. Es sind auch ihre Verhaltensweisen und die Regeln, an die sie sich halten. Das gehört alles zu ihrer Ausbildung. Was meint ihr? Sie rotieren ihre Soldaten alle paar Monate zwischen ihren Standorten. Das hindert sie daran, sich zu sehr an einen Ort zu gewöhnen. Sie sehen andauernd neue Gesichter und deshalb wurden sie darauf ausgebildet, auf ganz bestimmte Verhaltensweisen zu achten. Aber eben diese habe ich auch zu erkennen gelernt und nachzuahmen. Ihr könnt einen Soldaten des Eisenrads nachahmen? Ich brauche nur noch eine Uniform. Die ändern sie auch in kleinen Einzelheiten hier und da. Wir brauchen eine, in die auch mein Schwanz passt. Oh, und bringt das Tagebuch mit, das wir im Aldanobia-Grab mal verwendet haben. Ich habe da eine Idee, aber bis wir wissen, wo wir hineingelangen, möchte ich sie noch nicht teilen. Ich bringe euch das Tagebuch. Wir besorgen euch eine Eisenraduniform, sobald wir dort ankommen. Ja, nehmt die Beweise für Nikolats Verrat. Fürst Valaviers Hochzeitseinladung liegt noch hier. Ach, die haben wir uns gar nicht durchgelesen. Könnt ihr gerne noch nachholen. Ist natürlich jetzt schon passé. Beweise für Nikolas Verrat. Zack. Schade, dass man das Geld hier nicht mitnehmen kann. Trefft Quen vor der Zitadelle. Da werden wir uns doch mal ganz schnell hin aufmachen. Sind wir jetzt hier richtig? Ja. So. Na komm, das nehmen wir noch eben schnell mit. Und dann porten wir uns mal eben dahin. Die Zitadelle ist wieder ganz unten. In der Richtung. Müssen wir jetzt nur ein bisschen aufpassen wegen dem Eisenrad, dass die uns nicht sehen. Quen. Ich habe die Gegend ausgekundschaftet. Das Eisenrad schickt keine Patrouille mehr jenseits der Mauern. Die sind viel zu sehr mit den Vorbereitungen für den Aufbruch beschäftigt. Und es gibt irgendeinen Tumult am Haupttor. Anscheinend haben sie ein paar Soldaten dorthin abgezogen, um sich darum zu kümmern. Das muss die Ablenkung von Velsa sein. Habt ihr einen Weg hineingefunden? Da ist ein Spalt in der Mauer, nicht weit von hier. Es gibt einen einzelnen Wachposten. Ich habe es schleichtleise schon gesagt. Er wartet auf euch bei dem Spalt. Ich werde schleichtleise finden. Ich kehre zu den Mauern zurück und kundschafte weiter den Außenbereich der Zitadelle aus. Viel Glück! Dir auch viel Glück. Wieso müssen wir jetzt so weit darunter reiten? Ich dachte, das wäre jetzt direkt davor. Ich sehe überhaupt nichts, weil ich so nah dran bin. Da. Da, wo ich jetzt gerade runtergedonnert bin. Da müssen wir quasi hin. So. Und da ist schlecht leise, wenn ich das richtig sehe. Rubedit-Erz nehmen wir natürlich mit. Dieser Account hat nicht allzu viel davon. Was haben wir hier? Tane Fuhlstrom. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Werde ich jetzt nicht machen. Die letzten Überbleibsel der Diebesgilde werden uns sicher nicht entwischen. Hier, achso, nee, hier ist doch nichts mehr. Seht ihr den Wachtposten? Mhm. Er schaut immer wieder durch das Tor und fährt sich über die Lippen. Er wartet auf einen seiner Kumpel, der mit einem guten Schluck vorbeikommt. Vielleicht solltet ihr ihm seinen Durst nehmen. Und danach seine Uniform. Wie lautet der Plan? Außer, dass er das gerade gesagt hat. Wir gehen zu ihm. Ich tue so, als wäre ich ein betrunkener, aber adretter Agonia. Er stellt uns zur Rede, sagt uns, dass wir umkehren sollen. Und dann sieht er die Flasche in meiner Hand. Ich biete ihm einen Schluck an. Er nimmt einen großen Schluck von Velsas Schlaftrunk. Wir schnappen uns seine Uniform. In Ordnung. Dann mal los. Versucht bitte eher unbedrohlich zu wirken, falls das irgendwie möglich ist. In Ordnung. Mein guter Mann, ist das das Tor von Abbas Landung? Halt! Diese Zitadelle steht unter der Gerichtsbarkeit des Eisenrats. Von der Taverne habe ich ja noch nie gehört. Wie ist da das Angebot? Ihr solltet umkehren. Was, eure Flasche da, was ist das? Köstlich! Ein Wein aus...
Bergama. Warum? Wollt ihr was davon? Wenn ihr es mir anbietet, nur ein Schlückchen für den Blutdruck. Bei Tavars Schwanzfedern! Oh, wie scheußlich! Was ist dieser Geschmack? Etwas, wogegen ich immun bin, aber er hat recht. Es schmeckt wirklich scheußlich. Meine Ablenkungen zeigten die erwartete Wirkung. Ich bleibe fürs Erste in den Schatten. Okay, danke, Welser. Hier trennen sich unsere Wege. Sobald ich in Uniform bin, werde ich schon sehen, ob ich auffalle oder nicht. Dürfte ich ein weiteres Vorgehen vorschlagen? Das Tagebuch, das ihr mitgebracht habt, beschreibt den kompletten Mitgiftbeutezug, wie Nikolas ihn geplant hat. Ich glaube, das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Wie sollen wir das anstellen? Oberinspektor Ranbeck hat ein Büro in den Ruinen, wo er Gäste empfängt. Wenn ihr das Tagebuch so zurücklasst, dass er es findet, dann gibt es kaum eine Chance, dass Nikolas sich dem Verfahren entziehen könnte, das ihn in Tarnet erwartet. Oh, und ihr könntet herausfinden, wo sie Syrah festhalten. Syrah aufspüren und Nikolas das Leben schwer machen? Ich bin dabei. Viel Glück. Lasst euch nicht schnappen. Falls doch, müssten wir gleich zwei Gildenmeister befreien. Ganz schön beschämende Zeiten für die Diebesgilde. Geht ihr voraus. Ich setze mich mit der Uniform unseres Wächterfreundes ab. Vielleicht muss ich sie etwas enger machen. Er war ziemlich kräftig. Ja, aber das stimmt schon. Beschämend ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort. Aber das sind schon komische Zeiten. So, wo muss ich denn genau hin? Ich muss da hinten durch. Es ist ja nett, dass ihr extra nach hier kommt. Da oben ist das Eisenrad. Ich muss eigentlich hinter die Mauer, oder? Aber theoretischerweise müsste das reichen, hier unten durchgehe, oder? Ne, da komme ich nach links. Ich muss, glaube ich, oben rum. Das ist natürlich blöd. Aber gut, ich meine, es ist ja egal, ob ich entdeckt werde oder nicht. Für Syrah! Oh, natürlich habe ich die Stolperfalle nicht gesehen. Mann, ich wollte das jetzt so schön machen. Das sollte so poetisch aussehen, wie ich da durchlaufe. Ja, komm her, da mache ich dich auch noch platt. Wie ich da durchlaufe und hier die angreife und zack, ich habe die Stolperfalle übersehen. War ja klar. So. Hier ist keine Stolperfalle. Ich laufe ein bisschen weiter. Das Kämpfen macht mich heiter. Geht in das Büro, geht in das Büro. Hallöchen. Ich glaube, hier drinnen kommen die mir nicht nach, so wie es aussieht. Das heißt, wir können in aller Ruhe mal kurz die Sachen hier nehmen und dann mit ihr sprechen. Das ist nicht mit ihr sprechen, aber ist okay. Ich liege mit euch nicht im Zwist. Meine Mitgift wird sicher zurück in das Aldanobia-Grabmal gebracht, genau wie die sterblichen Überreste meiner Ahnen. Die Verantwortlichen wurden dingfest gemacht. Und dennoch bin ich mit diesem Ausgang nicht ganz zufrieden. Ich auch nicht. Mein ehemaliger Verlobter Korsch, also Nikolas, arbeitete sehr bereitwillig mit dem Eisenrad zusammen. Er behauptet, man habe ihn übertölpelt und Syrah hätte die ganze Zeit über den Plan gehabt, die Mitgift zu stehlen. Syrah hat nichts gesagt. Was meint ihr?
Der Preis dafür, dass Syra sich ergeben hat, war die Sicherheit all jener, die sie mit zur Hochzeit gebracht hatte. Ihr und eure sonderbare kleine Begleitung. Fast schon ehrenhaft, wenn auch auf ihre eigene Art und Weise. Nikolas lügt, das weiß ich jetzt. Aber Oberinspektor Rahn Beek hat nichts, um das Gegenteil zu beweisen. Ich habe Beweise. Ich tausche sie gegen die Freiheit von Syra ein. Die Stadtausrufer von Tarnet künden bereits von ihrem Verfahren. Angesichts der derzeitigen politischen Lage kann ich sie nicht einfach freilassen. Aber ich kann euch sagen, wo sie ist. Und ich kann eurer ganzen Organisation einen lukrativen Vorschlag machen. Und zwar ihr direkt, sobald ihr sie befreit habt. Abgemacht. Hier, lest dieses Tagebuch. Es beweist die Schuld von Nikolas. Gut. Syra wird im Kerker unter uns festgehalten. Aber ihr müsst euch beeilen. Oberinspektor Rahn Beek hat vor, sie zu verlegen. Ich weiß aber nicht, wohin. Ich werde euch zur Gefängnistür eskortieren. Wenn ihr an meiner Seite bleibt, wird das Eisenrad euch nichts zuleide tun. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. So, die Frage ist, wie weit darf ich jetzt von ihr entfernt sein? Weil selbst wenn ich so schleiche... Denkt daran. Bleibt an meiner Seite. Oder Eisenrad hält euch für einen Eindringling. Was ihr im Grunde ja seid. Irgendwie schon. Das Problem ist, dass ich trotzdem viel schneller gehe, als dass sie geht, weil sie so langsam ist. Ja, könnt ihr doof gucken, ne? Gerade habe ich euch noch alle niedergemetzelt. Und jetzt laufe ich hier mit der Königin sozusagen. Fast geschafft. Den Weg entlang. Sobald ihr im Gefängnis seid, seid ihr auf euch allein gestellt. Das hört sich irgendwie seltsam an. Als ob sie mich ins Gefängnis werfen will. Wo ist denn der Eingang? Ah ja, hier hinten. Hier gibt es noch was zum Lesen. Ihr da, schließt die Tür auf und lasst meine Begleitung ins Gefängnis. Tragt das nicht ins Besucherbuch ein. Wie ihr befehlt. Ihr da, folgt mir. Ja, ich komme. Das könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. So, vielen Dank, Madame. Die Uniformen des Eisenrads sind nichts für argonische Köpfe. Ich würde schwitzen, wenn... Nun, wenn ich schwitzen könnte. Ihr sucht nach Syra. Ich warte auf die anderen und begleite sie. Okay. Hier sind wieder Fallen unten, oder? Jetzt habe ich das böse F-Wort gesagt. Guten Tag. Kriegt doch keiner was davon mit, dass ich hier bin. Oh, ich dachte, da muss ich durch. Schade. Was haben wir denn hier? Bananen, eine Kartoffel, die wir noch mitnehmen können. Rindfleisch. Ja, wie war das nochmal mit den Fallen? Ich hab's doch gewusst. Ach, leck mich. Wieso werden diese Fallen eigentlich immer erst ausgelöst, nachdem ich gerade jemand angegriffen hab? So, Moment, rechts. Wer kommt denn da vorbei? Ihr gehört auf keinen Fall hierher. Wer seid ihr und warum seid ihr hier? Sagt mir, wo ich Syra finden kann. Ihr kommt gleich zum Punkt. Sehr gut. Ich weiß, wo Oberinspektor Rahn Beek Syra hingebracht hat. Ich bin bereit, es euch zu sagen. Mein Preis ist nur ein einziger Dietrich. Warum sollte ich euch befreien? Ich habe euch nicht darum gebeten, mich zu befreien. Ein einziger Dietrich von einem Dieb für den anderen. Eine Tradition, die Syra begonnen hat. Es würde also Unglück bringen, solltet ihr sie brechen. Ah, aber wir haben Gesellschaft. Und die scheint andere Pläne zu haben. Ich komme darauf zurück. Ah, schleicht leise. Es tut so gut, euch wiederzusehen. Wie ist es euch ergangen? Wie einem gejagten Wolf mit totem Rudel. Und Welser auch. Ich dachte, ihr wärt im Ruhestand. Und ich dachte, ihr seid tot. Es scheint, als würden wir beide enttäuscht. Und wer seid ihr? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin jemand, der nicht so leicht auf eure Lügen hereinfällt. Und?
Gibt es wirklich Ehre unter Dieben oder werdet ihr Moment. Er sagt zwar, ich soll mit ihm sprechen, aber eigentlich soll ich mich ja besprechen. Ich bin Nikolas vorher noch nie begegnet. Was mich anbelangt, so möchte ich ihn auch nie mehr wiedersehen. Was meint ihr? Soll ich ihm einen Dietrich geben? Auf keinen Fall. Wir wissen nicht, ob er lügt und wir sollten nicht riskieren, dass er sich befreit. Seine Hilfe gehört zu der Sorte, die wir nicht brauchen können. Und ich habe belauscht, dass im Büro des Wärters die Befehle für den Gefangenentransport gelagert werden. Falls wir dort nichts finden, tauschen wir einen Dietrich bei ihm ein. Tut, was ihr für das Beste haltet. Nikolas hat nicht gelogen. Ich kenne alle verräterischen Anzeichen dafür, wenn er flunkern will, schon sehr lange. Er weiß, dass sie Syrah haben. Was heißt, dass die amtierende Gildenmeisterin eine Entscheidung hinsichtlich eines Dietrichs treffen muss? Was meint ihr? Soll ich ihm einen Dietrich geben? Wenn Oberinspektor Ranbeek Syrah persönlich verlegt, haben wir nur sehr wenig Zeit. Ein einzelner Dietrich wird uns nicht schaden und wir bekommen, was wir wollen. Und ich werde merken, wenn er lügt. Also ja, werft ihm einen zu. Zielt auf seine Augen. Nikolas in einer Zelle. Irgendwie fühlt sich das richtig an. Was denkt ihr? Soll ich ihm einen Dietrich geben? Nikolas konnte noch nie Schlösser knacken. Wenn er seit dem Mitgiftbeutezug nicht einiges dazugelernt hat, dürfte ein Dietrich für ihn, wenn überhaupt, ein nur schmaler Hoffnungsschimmer sein, den ihr ihm verweigern könntet. Ist seine Hoffnungslosigkeit es wert, dass Syrah möglicherweise eingesperrt bleibt? Das ist an euch. Ach so, die sind gerade gegangen, deswegen. Okay, verstehe. Und? Gibt es wirklich Ehre unter Dieben? Oder werdet ihr beweisen, dass Syrah falsch liegt? Ich habe mich entschieden. Gut, gut. Gebt immer alles, selbst wenn euer Herz vor Zweifel überquillt. So, der Dietrich? Wenn ihr uns sagt, wo wir Syrah finden, bekommt ihr einen Dietrich. Durchquert das Gefängnis und sucht nach den Docks. Wenn ihr euch beeilt, sollte das Schiff, in dessen Laderaum Syrah ist, noch dort sein. Wir sind hier fertig. Schleicht leise, gebt ihnen einen Dietrich. Hier, bitte sehr. Viel Pech wünsche ich euch. Wir beeilen uns lieber. Mit der nächsten Flut läuft vielleicht das Schiff aus. Oh, Alter! Diese Wachen! Diese Fallen! Ich löse die jetzt alle schon mal aus, dann braucht der nach mir läuft, braucht dann keine Sorgen mehr zu haben. Dann sind die schon alle ausgelöst. Was machst du denn hier? Geh mir mal aus dem Weg, ich muss da durch. Es war so klar, dass da noch eine ist. Da unten. Ja, natürlich muss ich jetzt gerade so einen hier kriegen. Der erstmal eine halbe Stunde braucht, bis ich ihn platt gemacht habe. So, Schlüssel ist da. Syrah, ich komme. Ich weiß nur noch nicht so genau, wohin. Unter Deck. Hi. Man wird euch anklagen, das Aldanubia-Grabmal geschändet zu haben. Ein Kapitalverbrechen. Seid gefügig und ich lasse Milde walten. Und was macht ihr? Die Diebin aus... Es war die Fulstrom-Heimstätte, oder nicht? Warum seid ihr hier? Woher will der das wissen? Syrah geht nicht nach Tarnet. Sprach sie zu dem Unbewaffneten. Ihr scheint die Oberhand zu haben. Für den Augenblick. Das ist noch nicht zu Ende. Das Eisenrad wird nicht ruhen, bis es ein Verfahren gibt. Die Entweihung einer Familiengruft? Sämtliche Adligen von Tarnet wollen, dass in einem solchen Fall der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Tarnet kann Nikolas haben. Meint ihr Korsch? Er besteht darauf, dass er von der Diebesgilde übertölpelt wurde. Seine Geschichte ist zwar an manchen Stellen unstimmig, aber Syrah hat seit ihrer Ankunft kein Wort gesagt. Ohne Beweise ist seine Geschichte die überzeugendere. Magnifica Falora hat Beweise. Das Tagebuch, in dem Nikolas seine Mitgiftbeutezug geplant hat. Mitgiftbeutezug? Gebt ihr euren Verbrechen etwa Namen? Ich gewährte euch einmal die Chance, euch zu ergeben. Stattdessen habt ihr meine Leute angegriffen und seid mit einem wertvollen Relikt abgehauen. Ich bin nicht geneigt, euren Worten Glauben zu schenken. Mir ist egal, was ihr glaubt.
Oberinspektor Ranbir. Der andere Dieb? Ergebt euch, und zwar alle. Das Eisenrad ist erbarmungslos. Wir dienen einem höheren Zweck als Gold und Reichtümern. Was? Er kam mir wie ein Plappermaul vor. Saira, wir haben nicht nur euch befreit. Die anderen sind an Land und brennen darauf, zur Diebesgilde zurückzukehren. Ja, ein reizendes Wiedersehen. Öffnet den Käfig, damit wir gehen können. Aha, um ein Haar hätte ich etwas Bissiges wie "Ihr seid spät dran" oder "Das wurde aber auch Zeit" gesagt. Aber in Wahrheit bin ich froh, jeden einzelnen von euch zu sehen. Sogar Velsa. Willkommen zurück. Geht es euch gut? Es geht mir besser, seit ich nicht mehr in dieser Zelle bin. Ich kann es nicht abwarten, in das Nest zurückkehren zu können. Aber wir müssen uns erst um ein paar Angelegenheiten kümmern. Was für Angelegenheiten? Hallo? Was denn für Angelegenheiten? Sie will es mir nicht sagen. Na gut. Dann halt nicht. So, jetzt müssen wir erstmal ein Ruderboot finden. Die wunderbarste Grandin, seit ich je getroffen habe. Allein durch eure bloße Gegenwart adelt ihr die Seuchen. Ruderboot, da. So, trefft Saira im Nest. Das machen wir doch gerne. Und wir haben ausnahmsweise auch mal kein Kopfgeld, wenn wir aus einer Mission rauskommen. Sehr schön. Doppeltes Glück, kann man sozusagen sagen. Das heißt, wir gehen jetzt ganz schnell ins Nest und können dort dann mit Saira in Ruhe reden. Gut, dass wir sie wieder da haben. Ich mag es ja, eine Anführerin zu sein, aber das hat halt doch viel Verantwortung. Saira, ich bin auch zurück. Wo bist du? Bis ich Zeit in einer Zelle zubringen musste, war mir gar nicht klar, wie sehr mir dieser Ort ans Herz gewachsen ist. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Aber es ist noch schöner, dem Eisenrad seine Würde, unsere Gildenkameraden und einen ganzen Hafen voller Beute gestohlen zu haben. Glaubt ihr, sie werden uns nachsetzen? Womit? Von Magnifica Falora können sie keine Hilfe erwarten. Sie hat das Eisenrad angeheuert, um ihre Mitgift zurückzuholen. Als das erledigt war, stellte sie ihre finanzielle Unterstützung ein. Nachdem wir dem Eisenrad so viel abgenommen haben, dürften sie kaum noch genug haben, um Nikolas nach Tane zu verschiffen. Was wird mit Nikolas geschehen? Was sie vorhatten, mit mir zu tun. Sie werden ihn vor Gericht stellen. Ein Schauprozess, weil die Leute Rache wollen. Wenn er verurteilt wird. Nun, ich habe gehört, in Tane sind Fallbeile sehr beliebt. Aber Nikolas liegt hinter uns. Ich bin an der Zukunft interessiert. Magnifica Faloa hat ein Angebot für die Diebesgilde. Lasst keine Gelegenheit sausen. Tja, Nikolas sagte das immer. Wohlan denn? Wollen wir mal sehen, was Adlige aus Tanit so für lukrativ halten. Ja, und wir erhalten einen unidentifizierten Ring von Baharas Fluch, einen Absolutionserlass von satten 100.000 Gold. Das heißt, wenn ihr 100.000 Kopfgeld gemacht habt, dann solltet ihr das einsetzen oder bei 90.000 oder so. Und dann könnt ihr das auf einen Schlag damit tilgen und einen Fertigkeitspunkt. Und was den Rest von euch angeht, euch berufe ich in meinen Diebesrat. Ich werde in den kommenden Monaten Vertraute brauchen. Ja, sogar Velsa. Ratsherrin aus dem Ruhestand, wenn ihr mögt. Das verlangt nach einem Humpen oder Fünfen. Wo ist Andari? Hurra, sinnlose Titel. Seid nicht so wie ihr. Wie wer soll die... Entschuldigt die Störung. Euer Fürst Trak hat mich herbegleitet. Magnifica Falora bittet darum, dass Saira sie bei nächster Gelegenheit aufsucht. Ich werde später feiern müssen. Verpasste Gelegenheiten kommen nicht wieder. Titel hin, Titel her. Was sollen wir denn eurer Meinung nach tun? Einander anstarren, bis ihr zurückkommt? Warum ist euch das wichtig? Seid ihr nicht im Ruhestand?
halb im Ruhestand. Und was würdet ihr vorschlagen? Händchen halten und Liedchen singen? Wohl kaum. Der einzige Ton, den ihr halten könnt, ist Zähneknirschen. Ich fange langsam an, euch zu mögen. Ja. Das war's dann auch. So wie es aussieht. Das war das Letzte und damit sind wir dann kurz vor Level 6 von der Diebesgilde, haben aber endlich, und das sage ich jetzt nur, weil es doch sehr, sehr lange gegangen ist, oder auch nicht. Moment, da unten habe ich noch eine Nachricht von Zaira. Wieso habe ich hier noch eine Nachricht von Zaira? Oh mein Gott, nicht noch eine. Ich habe neue Informationen über Nikolas. Ah! Wir sind immer noch nicht ganz fertig. Ich dachte, das wäre die letzte Folge gewesen. Ich war mir nicht so sicher. Also nicht die letzte Folge, sondern die letzte Quest hier von der Diebesgilde. Aber wir haben immer noch eine offen. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen schnellen Cut und dann sehen wir eine weitere Folge, beziehungsweise eine weitere Quest von der Diebesgilde in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.